Moin und willkommen zum neuen Unboxing-Video hier auf meinem Kanal. Heute packen wir von Märklin die 3, 7, 6, 8, 9 aus. Das ist eine Baureihe zu 160 oder auch V60 genannt. Also eine Rangierlok. So, das da ist. Die Rechnung, die brauchen wir jetzt halt nicht. Ja. Also, so, die Artikelnummer habe ich schon genannt. Ja, das ist eine typische Rangierlok und sollte eigentlich auf keiner MOBA-Anlage, MOBA, fehlen. Ja, wir haben davon jetzt halt schon zwei. Jetzt kommt die dritte dazu. Also, wir haben jetzt eine blau-beige, also eine beige-blaue, besser gesagt, und eine verkehrsrote, die heutzutage benutzt wird, um Wagen zu verschieben. Also, machen wir mal auf. Um euch die schöne Lok zu zeigen, weil die hat Erneuerungen, also richtige Erneuerungen da. Sie soll eine verbesserte oder eine bessere, eine bessere elektrische Kupplung beidseitig haben. Bin mal gespannt, ob die besser ist als die alte. Das ist sie auf jeden Fall. MFX-fähig. Das heißt, sie meldet sich selbstständig an. Hoppala. Falsch rum habe ich sie. Okay. Ist jetzt halt nichts wirklich Spannendes, also Großes, so wie ein ICE4 oder so. Ist halt eine schöne kleine Rangierlok. In Weinrot. Ja. Hier ist die schon so drin. Ja. Dann holen wir sie mal raus. Fahrvideo kommt dann halt zu der Lok in einer Woche oder zwei Wochen so. Wir haben noch ein paar Filme ausstehend, also ein paar Filme, die noch darauf warten, eingestellt zu werden. Das Problem ist, dass wir ein paar Probleme hatten, die zu bearbeiten. Das hat tagelang gedauert, Laden auf YouTube, dass da leider jetzt halt die letzte Woche gar nichts gekommen ist. Ja. So. Hä? Das mal ab. Okay. Das. So. Dann hebe ich die mal raus. Also die ist schon mal aus Plastik. Die ist von Märklin, okay. Ein bisschen knackt die auch, wenn man die in die Hand nimmt. Kenne ich so von Märklin jetzt nicht. Ist gut, jede Achse ist angetrieben. Also, ja klar, die ist ja mit Stange verbunden. Natürlich ist, ja. Na, hier die Schraube sieht jetzt nicht so schön aus auf dem Dach. Muss man sich halt wegdenken. Hier, das ist die Kupplung. Also gesehen, so richtig habe ich die jetzt halt noch nicht. Bei einer Lok. Klar, ist ja auch eine Neuerung. Aber richtig anders, wie jetzt halt
bei der, die wir schon hatten. Das ist die. Genau die gleiche, nur andere Epoche. Also richtig anders sieht die jetzt halt nicht aus. Ja, schon. Aber die Form so hat sich jetzt nicht so geändert. Da habe ich schon eine etwas größere Veränderung eigentlich gedacht. Ja. Da sieht man noch, glaube ich, ein zur Technik da drin. Ja. Das ist doch eine schöne kleine Lok. Meldet sich selbstständig an, also einfach zu bedienen. Pufferkondensator hat sie, glaube ich, nicht. Was ich jetzt so erfahren habe. Also die Highlights dieser Lok sind eine neue digitale Kupplung beidseitig, was eine Rangelok eigentlich haben sollte beim Verschiebedienst. Und umfangreiche Licht- und Soundfunktionen soll sie auch noch haben. Das werden wir dann im nächsten Video erfahren. Also seid darauf gespannt. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und ja, dann sehen wir uns im Fahrvideo beim nächsten Video wieder. Ciao.